können. Jetzt kommt dann noch ein LKW auf der Autobahn. Du willst aber nichts von mir, oder? Mit deinen komischen Zeichen. Abi Bom. Aha. Ist schon recht. Abi QG. Mein Pelz. PZ. MPZ. Bonner hat einen Pelz? Echt? Sag ich doch die ganze Zeit. Bonner hat einen Pelz. DD. Auch nicht schlecht. DSAP. Thüringer Schaschlik auf dem Prüfstand. Ja, das klingt schon mal nicht schlecht. Ich habe Hunger. Hunger habe ich auch, aber ich habe nichts zu fressen. Außer meine Nussrolle, aber die gammelt da hinten irgendwo. Esse ich später weiter. Erzgebirge mit Rennnodor. Ach nee, RN. Schade, RM wäre mir am liebsten gewesen. Rallye-Motor, Rennmotor. Ja. Rennnussschale. Alles klar. Prolux? Prolux. Professional Logistics. Alles klar. Ist schon recht. Intelligent, professionell, alles klar. Nee, ist schon. Passt schon. Ein Phänomen, das bei der Arche manchmal auftritt. Dr. Erwin Seelheil kann es ja, nein, Professor Dr. Erwin Seelheil kann es erklären. Die Arche Internet hat ein Problem, was die Realität angeht. Sie möchte gerne glauben, kann aber nicht, weil das Hirn nicht ausreicht. Natürlich. Sie möchte gerne glauben, dass die Welt eine Scheibe ist. Dabei wissen wir doch alle, nein, die Erde ist auch nicht rund. Sie ist pyramidenförmig. Jetzt bitte lassen Sie mich ausreden. Pyramidenförmig. Die alten Ägypter haben schon gewusst, wie die Erde aussah, noch bevor wir ins All geflogen sind. Jahre später. Und hat demnach oder dementsprechend auch Pyramiden gebaut, die der Erde sehr, sehr ähnlich kommen, aussehen. Die Arche dagegen war nicht im All, auch später nicht. Sie sind auf dem Boden geblieben, auf dem Boden der Tatsachen, kann man jetzt nicht unbedingt dazu sagen, eher unter dem Boden, unter sich, als haariges Volk der Neandertaler. Der Vorgänger der Neandertaler, die Neandertaler waren schlau, die Arche ist es nicht. Das würde auch erklären, warum die Arche so zurückgeblieben ist und sich auch zurückgeblieben gibt. Natürlich, meine lieben Freunde, die Arche möchte nur wie ein kleines Kind um Aufmerksamkeit betteln und tut dafür alles Nötige und Mögliche, um dieses Ziel zu erreichen. Man muss dem schreienden Kind einfach nur einen Korken in alle Öffnungen schieben, die vorhanden sind. Das sind nicht viele, zugegeben, es sind, wenn wir es mal ganz genau nehmen, das sind unten zwei, es sind oben 1, 2, 3, 4, 5 Öffnungen. Wenn wir die Augen noch mitzählen, die Augenhöhlen, diese Dinger, was da rausgucken, das sind nicht unbedingt Augen, was man da sieht, das sind eher Augen kann man es nicht bezeichnen. Das sind hier Glubsche, hier so. Nee, das, ja, Korken rein und aus die Maus. Würde ich mal sagen. Was natürlich das Problem nicht löst, da hilft glaube ich nur eines, und zwar die Giftspritze. Aber die ist ja in Deutschland, in allen Ländern, bis auf ein Land, ist die Giftspritze bzw. die Todesstrafe verboten. Wie hat der Kollege gesagt, in Hessen ist die Todesstrafe noch erlaubt? Ups, Alter. Weiß ich nicht, habe ich noch nie gehört. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Müsste ich mal googeln.
ob das wirklich stimmt, dass in Hessen wirklich noch die Todesstrafe. Oh lala. Oh lala, mon chéri. Du machst mich so heiß. Aber Bonner, ich bin's, der Aschwallorts. Oh nein, ich bin so wuschig, so. Ah, Bonner, du Ferkel. Nein, Sir. Ich heiße Aschwallorts. Moment, ich habe meine Brille nicht auf. Oh, toll. Wir haben nichts gesagt. Ich weiß, mein Name ist Schmutzfink. Ich weiß von nichts. Schmeißfliege. Bonner Schmeißfliege. Natürlich. Ja, passt schon. Fertig. Ja. Oh, es läuft nicht. Ja. Läuft noch. Ich gucke da jetzt alle paar Sekunden drauf, wenn das abkackt, ne? Und ich erzähle mir was vom Esel im Wandschrank oder vom Pferd. Sind wir jetzt der Bonner eigentlich mit Babs durch die Wüste geritten? Nicht, dass das jemand falsch versteht, ne? Nicht mit ihm, sondern auf ihm. Also nicht der Babs auf Bonner, sondern genau umgekehrt. Bonner auf den Babs durch die Wüste geritten. Irgendwann sind sie ankommen, hechelnd und nach Wasser betteln. Nur es hat ihnen keiner Wasser gegeben. Und war ja auch keiner da, der ihnen Wasser geben konnte. Es war eine Vater Morgana. Oder war es eine Mutter Morgana? Ich weiß jetzt nicht, ey. War es eine Mutter oder war es eine Vater Morgana? Ich bin da etwas überfordert. Aber ist ja auch egal. Ne? Passt schon. Ja. Ob sie es überlebt haben, ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht. Das, was da auf der Aare Innennetz rumgammelt, ist eine Vater Morgana, eine Mutter Morgana. Oder wie heißt die alte Farel Morgana? Die hat früher mitgespielt, glaube ich, in Fackel im Sturm, oder? War das Dallas? Oder vielleicht Vom Winde verweht? Bonner in Vom Winde verweht. Ne, lass mal lieber. Das geht garantiert in die Hose und der Wind, das himmlische Kind, der sagt sich, nee, das fasse ich nicht an, das will ich nicht weg. Hau ab mit dem Dreck. Naja. Lass mal lieber. Oder wie war es mit Dudu? Das macht man nicht. Bonner in seinem gelben Rollstuhl verhiekelt, was der Geier, was er da macht. Und das Ding kann sogar sprechen. Okay. Und es spricht mit Bonner und sagt, hey du Bonner. Ja, Rollstuhl, gelber, Dudu. Du sollst nicht mehr Dudu zu mir sagen. Das klingt irgendwie so Baby-Blabla. Aber du heißt doch Dudu, Schnauze. Mit dir kann man nicht vernünftig reden. Also gut, halt ins Maul. Auch nicht schlecht. Oh, heiliges Blechle. Hanoi, heiliges Blechle. Es läuft noch. Und Jahre später wird Bonner seinen Fehler erkennen, das Fenster aufmachen und nach draußen springen. Schade nur, dass er im Erdgeschoss wurde. Und im selben Augenblick, wo er draußen auf dem Gehsteig steht, wird er vom 40-Donner überrollt. Und wir gedenken dem armen LKW, der danach 2 Wochen lang gereinigt werden musste, um die Sauerei am Reifen wieder wegzukriegen.
Wir gedenken dem LKW und dem Fahrer, dem netterweise Akira LOS, gedenken wir, dass er uns von der Plage Bonner Schmeißfliege befreit und erlöst hat. Danke. Nee, das war nicht ich, das war mein Doppelgänger. Ich war's nicht. Aber trotzdem danke für die Blumen. Macht schon. Man kann es noch lesen. Pfaffenhofen an der Ilm. Aha. Aha steht hinten drauf. Aha. Anton Heinrich. Ja. Siehst du mal. 13,3 Kilometer. Das könnte man doch überholen. Vorausschauen, fahren, Sicherheit. Alles klar. Ist Sicherheit. Wenn er meint. Wollen wir rauslassen, ey. Nee, lieber nicht. Der wird wahrscheinlich nicht abbiegen, oder? Mit seiner Audis. Nein, das verewigt sich weiter auf der dritten Spur. Auf der LKW-Spur. Kurve, die schaffe ich nicht mit dem Rollstuhl. Schnauze, Arschwallert, gib Gas. Nein, die schaffe ich nicht. Viele Unfälle. Ja, genau. Sehr viele Unfälle wahrscheinlich. Unfälle mit LKWs, Unfälle mit PKWs. Och, ja, Rauchstab mit 90 durch. Ich komme mal kurz rüber. Danke. Für nichts. Und das sogar doppelt und dreifach. Heute im Angebot nichts. Das den ganzen Tag. Darf ich Sie auf unsere Theke mit nichts erinnern? Kommen Sie jetzt und probieren Sie nichts. Nehmen Sie es kostenlos mit, das nichts. Kommen Sie wieder, wenn Sie nichts haben wollen. Das ein schönes Nichts. So was möchte ich auch haben. Was ist denn das? Was natiert? Da habe ich auch einen Supermarkt. Was ist denn? Nichts. Sieht ja toll aus. Sieht aus wie Luft. Ist ja auch nichts. Das könnte man den ganzen Tag machen. Den ganzen Tag. Lass mal lieber, bevor es peinlich wird. Die Herren mit den weißen Westen kommen und sagen, Akira, LOS, wir haben da ein kleines Jäckchen für Sie. Was? Für mich? Ach, ist ja nett von Ihnen. Ehrlich? Ja, wollen Sie es gleich mal anprobieren? Ah, nee, weißt du, weiß steht mir nicht. Was, hier, schwarz oder so, wenn ihr hättet. Wir können es für Sie auch färben, wenn Sie wollen. Sofort? Jetzt sofort gleich, wenn Sie es angezogen haben. Nee. Also weiß kommt man mal überhaupt nicht ins Haus. Weiß? Nein. Ich trage nur schwarz. Ach komm, Sie schon. Ziehen Sie es an. Nein. Da weigere ich mich. Da bin ich Arsch. Da weiß ich, nein, weiß steht mir nicht. Weiß macht dick und, ach stimmt doch gar nicht.